So, ich gehe nochmal zurück. Könnten wir wenigstens mal ein paar Fackeln anbringen. Ja, ich weiß, dass unter mir eine Höhle ist. Ja. Bum, 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 bum. Aha. Bum. So, dann bum, machen wir hier bum, noch eine Fackel dran. Bum, da bum. Fackeln wir nie lange. Bum, 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 bum. Balalutututututututut. Oh, ich muss niesen. Gesundheit. Noch nicht. Ach so. Aber gleich, es bahnt sich gerade an. Nee, jetzt hat's aufgehört, oder? Och, bin ich jetzt erschrocken. Und jetzt tötet er mich bestimmt. Jetzt hängt's nämlich gerade. Was hast du denn? Was hast es denn? Hängt, es hängt und der Zombie greift mich gerade an. Wo bist du? Ach, ich sehe dich. Warte, ich komm dir zu Hilfe. Danke. Schon erledigt. Boah, bin ich jetzt erschrocken und dann bleibt das auch noch eng? Wie, na? Man geht ja nie davon aus, dass hier und so. Ja, muss besser ausleuchten. Ja, mach ich ja auch jetzt. So. Hättest du schon viel eher machen können. Hätte die nette Fette. Ja, das hast du dich aber selber ins Gras gebissen. Das habe ich mich selber ins Gras gebissen? Ich weiß nicht, das hat jetzt nicht so richtig gestimmt, wie ich es sagen wollte, aber... No. Naja. Das Blöde ist, hier hängt das schon wieder. Eine Spinne höre ich. Nein, meine Pfeile sind alle. Ich kann nicht mehr. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, komm von irgendwo. Ein Creeper. Ein Pfeil daher. Ein Creeper. So, ich renn ganz geschwind. Mein Kind. Wer läuft so schnell? Durch Nacht und Wind. Es ist mein Kind. Mit Alkohol. Nein, ist der Traui. Mit seinem... Arschgeweih. mit seinem... Ich hab's nee, mit seinem Kind kann man nicht sagen. Das mit seinem Kinn. Nur mit seinem Kinn. Mit seinem Kinn. Er hält den Bogen fest in den... In der Hand. Er hält ihn fest. Er hält ihn. Er hält ihn fest in der Hand. Er hält ihn fest in der Hand. Wow. Das hast du jetzt gesagt. Ja, das stimmt. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wie das Original weitergeht. Na, guck doch mal nach. Das kriegt man schon hin. Sei doch mal spontan. Nee. Ich kann das nicht. Ich schau ja schon nach. Ich kann nicht spontan. Was, Erlkönig Auto? Was, Erlkönig Auto? Ja, das nennt man Erlkönige, ja, das stimmt auch. So. So, jetzt geht's aber los, du. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Nee, und jetzt müssen wir weiter dich. Es ist der Krabi mit seinem Kinn. Er hält den Boden fest in der Hand. Er hält ihn fest in der Hand. Wie poetisch. Warte, ich rede weiter. Marco, was bürdest du so bang dein Gesicht? Das weiß ich nicht. Siehst, Marco, den Creeper nicht? Nein. Den Creeper mit in grün und schwarz? Mhm. Marco. Nee. Ja. Der will nur explodieren. Nee, Marco. Er will nur explodieren. Nee, es ist der Nebelstreif, kommt jetzt eigentlich. Aber jetzt. Was ist denn. Marco, es ist ein Explosionsgemetzel. Streif. Ein Explosionsstreif. Ja, es ist ein Explosionsstreif. Ja. Du lieber Creeper, komm, geh mit mir. Da schöne Spiele spiel ich mit dir. Explosionsspiele oder was? Ich habe kleine Explosionsspielchen vorbereitet, Mama. Manch bunte Blumen sind an dem Strand, das kann man ja auslassen. Ja. Jetzt muss ich bloß was. Die sind nicht vom Creeper festgebannt. Oder, Ja, das wurde. Genau. Weil jetzt wäre irgendwas mit meiner Mutter gekommen und das hätte ich jetzt nicht gewusst, was das hat. Jetzt wäre irgendwas mit deiner Mutter gekommen. Und da hätte ich jetzt nicht gewusst. So, oder jetzt muss ich das bloß mal schnell einpacken.
Was, du musst ihn erstmal schon anpacken? Jetzt ist eine deine Strophe. Ja. Ich lese mal das Original vor. Mein ja, Vater, mein Vater, und hörest du nicht? O was Kraui, Erl- o Kraui, o hörest du nicht? Was Erlenkönig mir leise verspricht. Erlenkönig ist bei uns der Creeper. Was Creeper mir leise verspricht. Sei ruhig. Achso, jetzt bin da ich dran. Sei ruhig, bleibe ruhig, Marco. In dürren Bäumen säuselt der Wind. Was? Das versteht doch kein Schwein. Doch, das ist doch ganz einfach. Sehe ich nie. Der Creeper spricht gar nicht mit dir, sondern ja, der Wind. Ach, der Wind spricht mit dir. Das eiserne Kind. Ach nee, das war wieder was anderes. Der Wind, das eiserne. Jetzt brauchen wir ihn, der den Creeper spricht. Ja, das kriegt man hin. Machst du das? Ja. Also das Original ist, willst feiner Knabe du mit mir gehen? Willst feiner Knabe du mit mir gehen? Ja, du bist ja der Knabe, also musst du Marco sein. Ja. Meine Töchter sollen dich warten, schön. Meine Töchter sollen dich explodieren sehen. Ja. Sollen dich? Naja, hab ich doch gesagt. Ja, sollen dich explodieren schön oder was? Explodieren schön. Sehen. Ja, explodieren sehen. Ja. Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein. Meine Töchter führen sich jeden Tag was rein? Keine Ahnung. Aber in der Creeper, im Creeperton, bitte. Meine Töchter führen sich jeden Tag was ein? Und wiegen und tanzen und singen dich ein. Und sprengen und lachen dich aus, ganz allein. Jetzt bist du wieder dran. Ja. Also der Normale. Hm. Mein Vater, und siehst du nicht dort? O Kraui, jetzt sieh nicht hinfort. Warte mal, jetzt habe ich sie selber verloren. Erlkönigs Töchter am düsteren Ort. Creepers Töchter am dunklen Ort. Oh, ich bin runtergefallen. Ich habe bloß nur ein Herz. Oh, das ist schlecht. Hast du was zu essen? Ja. Gut. Geht weiter mit. Achso, jetzt bin ich wieder dran. Marco, ich sehe es genau. Es scheinen die alten Weiden. Nee, die alten Weiden, das ist so. Die alten Weisen. Entschuldigung, das ist nicht böse gemeint. Die alten Scheißer. Nee, ich überlege, was man wirklich so sieht. Es scheinen die alten Birken so grau. Mhm. Jetzt bist du wieder der Creeper, ne? Aha. Ja, muss jetzt übersetzen. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt. Ja, das kann man ja so lassen, ne? Ja, das kann man so lassen. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Und bist du nicht willig, so brauche ich Schwarzpulver. Jetzt bist du wieder Marco dran. Mein Vater, jetzt fasst er mich an. O Kraui. Nee. O Kraui, jetzt zündet er mich an. Erlkönig hat mir leid getan. Erlkönig will mir eine Sprengung antun. Autan. Oh, das war jetzt Werbung. Oh, jetzt schon der Erzähler. Das bist du. Ja. Dem Kraui graust. Er läuft geschwind. Er hält in den Armen den brennenden Matto. Das reimt genau. Ja nur, aber egal. Das ist ja egal. Er reicht
das Haus mit Mühe und Not in seinen Armen. Der Marco war hungrig. Genau. Der war hungrig. So, da haben wir ja fast das Original vertont. Ja. Mhm. Eine eigene Interpretation. Aber ja, fällt dir gerade noch eine Interpretation ein? Vom Handschuh. Nee. Hast du das auswendig? Oh nee, keine Ahnung mehr. Echt, also Gedichte, das habe ich immer gelernt so. Also, wie soll ich sagen? Auswendig gelernt, aber nur ins Kurzzeitgedächtnis. Vor seinem Löwengarten das Kampfspiel zu erwarten. Saß König Franz und dann irgendwas. Und um ihn die Großen der Krone. Krone rings am hohen Balkon die Damen im schönen Kranz. Schönen Kranz. Oh geil, siehst du, mehr will sie nicht mehr. Auf keinen Fall. Und wie er winkt mit dem Finger, auftut sich der weite Zwinger. Mhm. Und hinein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt. Die Möwe tritt, genau. Ja? Die Scheiße. Die Möwe sieht die Möwe kack. Und sieht sich um ringsum. Mit langem Gähnen und schüttelt die Mähnen und streckt die Glieder und legt sich nieder. Ja, und dann habe ich immer gedacht, ab in den Sack und zack, zack. Weiß ich nie, wieso. Was? Ja, also ein Jute sagt, ich weiß nie, wahrscheinlich habe ich davor Dingsbums geguckt. Hier, Knüppel aus dem Sack hier, wie heißt es denn? Das kann sein, ja. Das Knüppel aus dem Sack stimmt schon so. Nee, ja, das ist ab in den Sack, zack, zack. Irgendwie sowas habe ich dann immer gedacht. Ja, daran kann ich mich gerade erinnern. Ja, was mit Daraus rennt im Wildwilden? Nee, zur Seite nieder, habe ich gesagt, ne? Oder? Ja, klar. Oder, was habe ich denn gesagt? Ja, hast du doch gesagt. Ach nee, und legt sich nieder, ja. Genau. Und der König winkt wieder. Da öffnet sich behend ein zweites Tor. Daraus rennt mit wilden Sprüngen ein Tiger hervor. Wie der den Löwen erschaut, brüllt er laut. Schlägt mit dem Schweif einen furchtbaren Reif und reckt die Zunge und im Kreise scheu umgeht er den Leu, grimmig schnurrend. Drauf streckt er sich mohrend zur Seite nieder, wollte ich eigentlich sagen. Ja. Lest es inzwischen wieder, oder? Nee, du, weil ich kenn's gar nicht und darum weiß ich auch gerade null, wie ich das betonen muss. Walle, wandle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe, das wäre dann das zweite Gedicht gewesen. Aber mach mal eins. Ach ja, der Zauberlehrling. Ja, genau. Den musste ich wiederum lernen. Ja, den können wir danach machen. Mach erst mal den fertig. Warte mal, ich baue jetzt den Bus gerade mal ein bisschen weiter. Und der König winkt wieder, da speit das doppelte geöffnete Haus. Zwei Leoparden auf einmal aus. Die stürzen mit mutiger Kampfbegier auf das Tigeltier. Das Tigeltier? Auf das Igeltier. Das Igeltier, ja. Warte mal, ich muss erstmal schnell Erde einpacken. Bum, bum. So, Bum, bum. Ja. Das packt sie mit seinen grimmigen Tatzen und der Leu mit Gebrüll. Fing richtet sich ratzen. Auf. So. Wäre auch gereimt gewesen. Ja, es hätte sich wenigstens gereimt, ja. Es hätte sich wenigstens gereimt. Wer hat es geschrieben? Friedrich Schiller? Schiller. Oh, Mensch. Das wusste ich. Also, jedenfalls, und der Leu mit Gebrüll richtet sich auf, da wird's still. Und herum im Kreis von Mordzucht heißt, lagern sich gräuliche Katzen. Ja. Und zogen grässliche Fratzen. Genau. Da fällt von des Altans Rand ein Handschuh von schöner Hand. Genau. Zwischen den Tider und den Leuen mitten hinein. Und zu Tider Ritt, ach zu Ritter. Ach. Und Tequila. Und zu Ritter Delorges, spottender Weiß, wendet sich Fräulein Kunigund. Naseweiß. Achso. Ja, die Kunigund, die Olle, die war noch, richtig. die Kunigund war noch. Ja, das sagt die, mir wieder was. Die aber spricht jetzt sogar was. Oh. Herr Ritter, ist eure Liebe so heiß, wie ihr mir's schwört zu jeder Stund? Ei,
so hebt mir den Handschuh auf. Und der Ritter in schnellem Lauf steigt hinab in den furchtbaren Zwinger mit festem Schritte. Und aus der ungeheuren Mitte nimmt er den Handschuh mit keckem Finger. Ja, mit das reimt sich ja null. Da ist nie viel mit Reim, nee, das ist so. Mit Erstaunen und mit Grauen sehen's die Ritter mit und Edelfrauen. Ja. Ungelassen bringt er den Handschuh zurück, da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde. Da schallt ihn ein Furz aus dem Munde. Aber mit zärtlichem Liebesblick, er verheißt ihm sein nahes Glück. Er verreißt ihn, ne? Er zerreißt ihn, genau. Er zerreißt ihm sein nahes Glück. Ja, empfängt genau. Ihn. Empfängt ihn Fräulein Kunigunde und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht. In den Munde. Aber manchmal kann man schön umdichten, irgendwie. Ja, den ich werfe immer nur was ein, wenn ich irgendwas anderes denke. Den Dank, Dame, begehre ich nicht. Und verlässt sie zur selben Stunde. Die Kunigunde. Ja, das wird dann doch rein.